In der folgenden Ausgabe 85 heute gibt es unser Warnkasten und nächste Woche eine Aufgleishilfe und ein Bogengleis C145. Jo, und willkommen zurück bei mir, dem Baureihen 9932 Freak. Ja, heute mit Ausgabe 85, wie schon gesagt, dem Teil und nächste Woche eine Aufgleishilfe. Dass hier auch eine gibt, hätte ich nicht gedacht, aber es gibt eine. Und ein Bogengleis C145. So, reden wir nicht lange um heißen Brei. Packen wir das Ding aus. Ich muss mal sagen, ich finde es geil, dass es keine Werbung mehr gibt, ne? Und, ui, mit der Donautalbahn, mit der Donautalbahn von Sigmaringen nach Tuttlingen. Eine Baureihe 52, ui. Eine deutsche Lok, na, das gefällt mir mal. Also, letzte Ausgabe hat mir jemand geschrieben, dass die Folgen vielleicht auch so ein bisschen länger werden und das Heft auch ein bisschen interessanter ist. Könnt ihr mal über die Loks was sagen? Ja. Aber ich habe auch gesagt, nur über die Loks, wo mir auch was einfällt und über die ich auch was weiß, so halbwegs. Naja, gut. Ist halt eine Baureihe 52. Schön ist, dass sie weiße Pufferringe hat, das ist immer schön. Und ja, die Baureihe 52 ist ja eine sehr hübsche Dampflok auf jeden Fall. Dampfloks sind ja eigentlich sowieso generell hübsch. Ich mag ja Dampfloks, ne? Unsere Deutschen ja sowieso und die 52 ist auch eine davon. Jetzt weiß ich nicht, war die 52 eine Bundesbahnlok oder eine Reichsbahnlok? Das weiß ich gerade nicht. Aber ich würde eher meinen, das ist eine Bundesbahnlok, ne? Weiß ich gerade nicht. Fällt mir gerade nicht ein. So. Deutschland, wo sind wir denn hier? Das ganz unten, ne? Ja, dann ist das wohl, denke ich, eine Bundesbahnlok. Ach, die Teile. Ein 612er ist das. Die Pendolinis. Linus, wie hier oben steht. Die 612er sind Pendolinis. Der Spitzname, okay. Gesehen habe ich sie zwar noch nicht in echt, aber so kenne ich mir den. Oh! Frauen bei der Eisenbahn. Ja, Frauen bei der Eisenbahn, okay. Ja, gut. Sollen ja alle gleichberechtigt werden, ne? Ist ja nicht so, dass nur Männer da arbeiten können, ne? Und immerhin hier. Eine E04. Aber ja, warum sollten keine Frauen bei der Bahn arbeiten, ne? Soll ja jeder gleich behandelt werden. Afrikas größte Dampflok. Ich wollte mal sagen, das heißt IA. IA 59. Oder 59. Ja, komische Dampflok. Aber naja, gut. Ja, jetzt kommt der dritte Wagen. Oh, die wurde gemacht. Okidoki. Okay, das war's mit dem Heft. Ja, und nächste Woche halt das. Judy, kommen wir jetzt zu unserem Warenkasten. Sehr viel brauche ich, denke ich mal, nicht darüber hin sagen. Seit der Warenkasten, den war schon, von dem wir schon zwei Wagen haben. Ist nur die Frage, ob er scharf stellt. Ja, gut. Ja.
Jo. Das wär's also. Das war Ausgabe 85. Ja, und mein ganzes Zeug, was ich ja noch bestellt habe, ne, um meinen Bahnhof weiterzubauen, also der Null, das ist endlich da. Ich kann es mir aber leider erst nächste Woche Samstag abholen. Das heißt, nächste Woche Samstag wird dazu das Video leider noch nicht kommen, weil ich das erst noch bauen muss. Das heißt, danach die Woche, also so gesagt, in 2 Wochen kommt dann erst das Video. Dann ist endlich mein Bahnhof fertig, dann kann ich ihn endlich wieder zeigen. Und ja, meine 185 von Pico, die mit der Cargolink-Werbung, die soll höchstwahrscheinlich am Dienstag antreffen. Also so wie die Baureihe 118, die auch diesen Dienstag kam. Ja, und da soll die 185 auch Dienstag kommen. Wollen wir es mal hoffen. Und ja, dann hoffe ich, dieses Video hat euch mal wieder gefallen. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Bis dahin, ciao, euer Baureihe 99 32 Freak.